Das römische Galizien besaß ein ausgezeichnetes Netz von Fernverkehrsstraßen. Sternförmig strahlten die Viae von der Hauptstadt Prakara, die ich mir gestern angeschaut habe, in alle Himmelsrichtungen. Die Straßen waren, so wie heute die Autobahnen, durchnummeriert. Straße 17 zum Beispiel führte vom gestern besichtigten Idolo-Brunnen nach Asturica und so weiter. Heute verlasse ich Prakara und reise in den Norden der Provinz nach Brigantium, das moderne A Coruña. Dazu muss man zunächst Via 19 benutzen. Danach finden sich drei mögliche Routen, eine entlang der Küste, eine direkt von Süd nach Nord und die letzte etwas weiter östlich in das Gebiet der Bergwerke. Ich werde versuchen, von allen drei Straßen etwas zu sehen. So gibt es etwa spannende römische Brücken, Meilensteine und Villas zu entdecken. Leider soll es den ganzen Tag regnen und stürmen, aber ich freue mich trotzdem. Als erstes geht es entlang einer modernen Autobahn, die ungefähr der antiken Via 19 folgt, von Braga nach Ponte da Lima. Dort muss man den Fluss Limia überqueren. Das ist die Brücke von Ponte de Lima. Die stammt zwar aus dem Mittelalter, steht aber auf römischen Gründungen. Genau hier wäre auch schon zu römischen Zeiten die große Straße von Süden nach Norden in Galizien verlaufen. Einige dieser Gründungssteine sind daher wahrscheinlich römisch. Die römische Brücke stammte aus dem 1. Jahrhundert vor Christus und wurde von Kaiser Augustus eröffnet. In 100 meters onto Nagel de Torrentonio Megalies. Nach kurzer Weiterfahrt begegnet mir wenig später die nächste Brücke, genannt Arco da Gaia. Das ist eine richtig originale römische Brücke auf der Route von Braga nach Astorga. Leider wird nicht berichtet, aus welchem Jahrhundert genau diese Brücke stammt. Aber sie tut auch heute noch, seit ungefähr 2000 Jahren, ihren Dienst. Toll. Anschließend geht es weiter nach Rubayes. Neben der Kirche von Rubayes befindet sich ein römischer Meilenstein. In mittelalterlichen Zeiten wurde dieser Meilenstein dann als Grab verwendet. Wie man hier gut erkennen kann. Ein Sarkophag. Der Meilenstein wurde 1894 entdeckt und stand auf der Via 19 von Braga nach Astorga. Man erkennt auch noch schwach die Inschriften für die Richtungsangaben, die hier einst gestanden hätten. Sehr, sehr cool. Und weiter geht's. Direkt hinter dem ersten Meilenstein befand sich eine kleine Straße, die nach Westen in Richtung Atlantikküste führte. Hier hat sich eine Ansammlung von 6 Meilensteinen erhalten. 2 der Meilensteine sind als Säulen in den Eingang einer kleinen Kapelle eingearbeitet und dadurch etwas von Wind und Regen geschützt. Die anderen 4 befinden sich im rechten Winkel dazu unter freiem Himmel. Leider gibt es keine Informationen zu den Steinen und so kann ich nicht sagen, ob sie hier an ihrem ursprünglichen Ort stehen oder zusammengesammelt wurden. Ich finde es sehr schade, dass die 2000 Jahre alten römischen Meilensteine nicht besser gepflegt werden, in einem Museum oder zumindest unter einem Dach. Sie sind nämlich etwas Seltenes und Besonderes.
Dann geht es zurück von der westöstlich verlaufenden auf die große nordsüdlich verlaufende Via 19. Hier begegnet mir nur wenige Kilometer später Brücke Nummer 3. Das ist die römische Brücke von Rubiaes. Auch sie stellt einen Teil der Via 19 von Braga nach Astorga dar. Die Brücke hat sich so gut erhalten, weil die Via 19 die wichtigste Nord-Süd-Verbindung in Galizien war und daher im Mittelalter in das Straßensystem für Pilgerschaften nach Santiago de Compostela eingearbeitet wurde. Das Bauwerk wurde ursprünglich, so wie auch die ganze Via 19, im 1. Jahrhundert vor Christus errichtet. Die Brücke besteht aus einem einfachen zentralen Bogen sowie zwei kleinen Bögen an der Seite, die die Auf- und Abfahrten auf sich tragen. Wow. Bye bye, römische Brücke von Rubiaes. Als nächstes geht es an die spanisch-portugiesische Grenze. Jetzt bin ich in Valença, kurz vor der spanischen Grenze. Valença ist eine Festungsstadt, mit der sich Portugal gegen Spanien verteidigte. Sie geht jedoch auf eine römische Gründung zurück, wie am Namen Valença, wie Valencia, zu erkennen ist. Und so gibt es hier auch einen römischen Meilenstein. Der Meilenstein kommt aus dem Jahre 43, ist 2,15 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 54 Zentimetern. Er stammt aus der Zeit des Kaisers Claudius, als er Verbesserung an der Via Nummer 6 vornehmen ließ. Von diesem Ort nach Bracara waren es XLII, 42 Meilen. Attention, border ahead. Dieser Fluss stellt die Grenze zwischen Spanien und Portugal dar. Portugal und Spanien. Willkommen in Spanien. Daraufhin verlasse ich den Verlauf der Via 19 und nehme einen Umweg über Westen. Hier bin ich nun zurück an der Atlantikküste. Und hier gibt es eine weitere Brücke, die auf eine römische Gründung zurückgeht. Hier ist sie, die Brücke von Ramalossa. Die heute zu sehende Brücke kommt aus dem 13. Jahrhundert, aber die Stützpfeiler stammen aus römischer Zeit. Zurzeit kann man nicht über die Brücke drüber laufen, weil die Pflastersteine hier erneuert werden. Anschließend geht es weiter an der stürmischen Atlantikküste entlang zu einer römischen Villa Rustica. Das ist die römische Villa von Toralla. Leider hatte die archäologische Stätte heute geschlossen. Das ist sehr schade, denn ich hatte mich schon auf den Besuch gefreut. Ich konnte jedoch ein paar Blicke von außen auf die Anlage werfen.
zu sehenden Räume, besonders der quadratische Anbau im Vordergrund, sind die Badeanlagen der Villa. Daneben befinden sich zwei Cubicula, das sind Schlaf- oder Arbeitsräume für ein bis zwei Personen. Am Ende dieses Gangs befindet sich das Triclinium, das fein dekorierte Esszimmer für die privilegierte Familie. Wenige Meter außerhalb der Villa befinden sich interessante Salinen zur Gewinnung von Salz durch kontrollierte Verdunstung des Meerwassers. Auf dem Weg zurück von der Küste zur Via 19 gibt es die Brücke von Balaidos zu sehen. Sie ist wahrscheinlich mittelalterlich, vielleicht aber auch römisch. Interessanterweise führt sie kein Wasser mehr unter sich, denn der Fluss Lagares wurde umgeleitet und begradigt. Nach ein paar weiteren Kilometern kommt man zurück zu der wichtigen Nord-Süd-Verbindungsstraße. Dieser Meilenstein gehört wiederum zur Via 19, ein römischer, von Braga nach Astorga und wurde im 2. Jahrhundert unter Kaiser Trajan gesetzt. Heute ist dieser Weg auch ein Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Am Ende der langen Reise von Braga nach La Coruña sehe ich noch drei weitere römische Brücken. Hier ist davon die erste. Sie ist recht klein und hätte wohl eine nach Westen zum Atlantik führende Seitenstraße bedient. Sie besteht nur noch zur Hälfte, da die nördliche Seite zusammengefallen ist. Ein Foto von 1954 zeigt sie allerdings noch intakt. Die nächste Brücke ist die römische Brücke von Caldas de Reis. Sie ist malerisch im Herzen der Altstadt der schon in Ptolemäus attestierten Stadt gelegen. Sie führt heute Pilger nach Santiago de Compostela und war Teil der Via 19, der Fernstraße des römischen Galiciens. Zu guter Letzt die römische Brücke von Segade. Sie liegt ca. 2 Kilometer östlich der letzten Brücke. Zu keiner der Brücken von heute habe ich umfassende Informationen vorgefunden und so kann ich auch zu diesem beeindruckenden Bauwerk wenig sagen. Vielleicht hätte es zu einer von Caldas de Reis nach Osten verlaufenden Straße gehört. Die Brücke ist in einem hervorragenden Zustand, wohl weil sie im 18. Jahrhundert gründlich restauriert wurde, besteht aus einem einzigen gewaltigen Bogen und liegt direkt neben einem Wasserfall. Westlich hinter der Brücke hat sich auch ein Teil der römischen Straße hervorragend erhalten. Sogar Rillen der Kutschen und Wagen sind auf den großen Pflastersteinen zu erkennen. Wow, sogar die Straße ist hier gut erhalten.
Ein würdiger Abschluss für meinen heutigen Tag. Wow. Bye bye, ihr römischen Brücken und Meilensteine.